Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal und zu den Gartenarbeiten für den Januar oder im Januar 2024. Das erste Gartenarbeit-Video des Jahres. Dementsprechend nochmal frohes neues Jahr an alle von mir. Was steht heute auf dem Plan? Ja, einiges. Man will es kaum meinen, dass im Januar draußen was zu tun gibt, aber ja, mir sind da ein paar Sachen eingefallen. Ansonsten werden wir uns jetzt mal hier drüben etwas wärmen und beginnen auch den ersten Programmpunkt hier. Gerade haben wir einen richtig fiesen Ostwind, zieht hier hoch. Es ist immer noch ordentlich nass oder ja, richtig nasskalt. Nächsten Tage soll es aber wieder ja, frostig werden. Was haben wir hier? Erster Programmpunkt. Hier haben wir den Obstholzschnitt vom letzten Jahr. Der hat jetzt ein Jahr lang in der Garage liegen dürfen und trocknen dürfen. Hat er auch gut gemacht. Den habe ich mal gesammelt und ja, das war gedacht, um damit vielleicht einen Ofen, ein Feuerchen oder die Küchenhexe anzuheizen oder anzuzünden. Klappt auch ganz gut. Da jetzt dann aber auch nochmal Winterschnitt und neues Schnittgut ansteht, kann das ja auch mal getrost auf das kleine Feuerchen, um das auch mal ein bisschen hier in Schwung zu bringen. So, dass ich auf eine anständige Hitze komme, kam jetzt doch noch ein bisschen Buchenholz dazu und das führt uns zu ja, zwei spannenden Themen. Zum einen haben wir das Thema, wenn ich hier schon zweimal unterschiedliches Holz in der Hand habe, Kreislaufwirtschaft. Hier haben wir was aus dem Garten, hier haben wir was aus dem Wald. Natürlich wäre es optimal hier für unseren Kreislauf, wenn wir versuchen, hier auf sowas aus dem Garten zurückzugreifen. Ja, das Haus damit zu heizen wird ein bisschen schwer mit dem Obstholzschnitt, das gebe ich zu. Aber was machen wir denn hier überhaupt? Hier heizen wir auch nicht das Haus oder heizen nicht den Garten hier auf. Ja, hier will ich natürlich auch ein bisschen Holzkohle machen oder so ein bisschen in die Richtung Terra Preta gehen. Und auch wenn es nur ein bisschen Holzasche ist, hier möchte ich was erzeugen für meinen Garten. Also in Form von ja, einem Düngemittel, können wir sagen, was ich hier erzeugen möchte. Und zum anderen haben wir den Punkt, also ich glaube, wenig Energiegewinnungsmethoden oder Rohstoffe haben das Wort klimaneutral oder die Bezeichnung verdient, was neuerdings sehr häufig benutzt wird. Bei Holz ist es meiner Meinung nach der absolute Fall. Der Begriff der Nachhaltigkeit kommt aus der Forstwirtschaft, auch wenn die sich manchmal nicht so ganz an die Spielregeln der Nachhaltigkeit hält. Und so ja, grundsätzlich zur Nachhaltigkeit, das ist auch nicht nur eine ökologische Säule, nie vergessen. Da kommt noch eine soziale und noch eine wirtschaftliche Säule dazu bei der Nachhaltigkeit. Und bei uns kommt noch eine dritte Geschichte dazu. Wenn es hier ein bisschen größer wird, wird noch etwas, sagen wir mal, gekocht. Selbstversorgen bedeutet für mich auch, dass man jeden Monat was ernten kann. Ja, was es hier gibt, werft selber einen Blick rein. Hier am zweiten Hochbeet kommt einiges an Grün hoch. Hier haben wir den persischen Ehrenpreis. Den mag ich hier nicht unbedingt drin haben. Da gibt es im Tiefkulturbeet mehr als genug. Ja, und er fällt ins Auge. Wir haben hier Feldsalat, eine Dauer- oder Permakultur bei mir. Wir können das ein oder andere große, prächtige Exemplar erkennen. Die Pflanze hier hat auch schon eine ordentliche Erntegröße. Es kommen aber auch noch weitere Pflänzchen hoch, wie hier zu erkennen. Und das hier mit den länglichen Blättern, das sind Postelein-Jungpflanzen. Selbstaussaat. Den Postelein sollte man vereinzeln, wenn der so eng steht. Das werde ich, glaube ich, auch noch machen bei ein paar Pflänzchen. Beim Feldsalat ist kein Problem. Der kann ruhig mal als Teppich wachsen. Immer wieder abernten. Dann haben die anderen Pflanzen, die nachkommen, genug Platz, um auch schön groß zu werden. Und ansonsten ja, wird hier für einen kleinen Salat jetzt ein bisschen abgeerntet. Eine Schere kann man zur Ernte natürlich auch nehmen. Dann versuchen wir, so viel Erde und Substrat wie möglich gleich hier zu lassen. Ich habe mir große Mühe gegeben, so sauber wie möglich ins Körbchen zu bekommen. Hier unten noch ein paar alte Blätter entfernt. Aber ja, bei der Witterung, dem Wetter ist es schwer. Im Tiefkulturbeet oder Bodenbeet muss man etwas mehr suchen. Da tarnt das sich natürlich besser, aber schaut mal her, was wir denn da haben. Da haben wir wirklich sehr, sehr, sehr prächtige Feldsalatpflänzchen. Darf auch noch mit nebenan.
eine Sorte oder Varietät mit eher länglichen Blättern. Da geht es gerade so weiter, auch hier wieder in der Freifläche. Das darf natürlich, wie bei mir gewohnt, zu einem Teil stehen bleiben für die Aussaat bzw. erstmal die Blüte. Feldsalat ist eine super einfache Dauer- oder Permakultur. Und wer das noch nicht wusste und neu hier auf dem Kanal ist, gerne ein kostenloses Abo da lassen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, Däumchen nach oben, Kommentar da lassen, Video teilen, Kanal weiterempfehlen. Dankeschön dafür. Habt ihr eine favorisierte oder Lieblingsfeldsalatsorte? Lasst uns gerne einen Kommentar da. Bei uns soll sich alles durcheinander verkreuzen und sozusagen sich die eigene, der Gartenkanal Kraichgau-Sorte dann irgendwie mal bilden. Weiterbilden oder aufbauen tun wir auch was im Winter. Und das ist hier. Kompostzeit ist das ganze Jahr über. Also da wird auch bei uns ordentlich was gesammelt. Und das wäre natürlich schade, wenn uns diese Nährstoffe oder die Geschichte hier flöten geht. Jetzt wollen wir natürlich ja vermeiden, dass gewisse Dinge reinkommen, die wir vielleicht nicht unbedingt in unserem Kreislauf haben. Das sind Reste von ja, zum Beispiel Spritzmitteln, Pestizide, Herbizide, Fungizide. Dann haben wir natürlich noch die Gewichtung oder die Anteile von verschiedenen Sachen. Also bei uns landen auch ungespritzte, ungewachste Zitrusschalen mal auf dem Kompost. Nur aus denen oder zu 50% den aufbauen würden wir natürlich auch nicht. Was bei mir ja auf gar keinen Fall im Kompost landen soll. Ich gucke mal kurz, ob ich eins entdecke. Nein, haben alle Beteiligten Glück gehabt. Gute Nachricht. Diese kleinen Aufkleberchen, die ja leider immer noch auf Gemüse und auf Obst drauf sind, total unnötig. Kann die Vorteile beim Abkassieren oder in der Warenkontrolle oder Transparenz und Nachverfolgung der Lebensmittel schon irgendwo verstehen. Aber ich glaube, es ging auch ohne diese Aufkleberchen. Gibt ja auch schon gewisse Lasergravuren und so weiter. Bei zum Beispiel Avocados und Gurken habe ich das schon gesehen. An der Stelle möchte ich noch sagen, ich bin weder ein Kompostprofi noch ein Therapreter-Profi. Deswegen gibt es da auch keine punktgenauen Schritt-für-Schritt-Anleitung von mir zu dem Thema. Da muss ich für meinen Geschmack immer noch selber sehr viel Wissen sammeln, sehr viel dazulernen, auch sehr viel Erfahrung sammeln. Auch wenn ich das jetzt schon auch beim Kompost über ein Jahrzehnt beteiligt bin. Aber dennoch, ja, man lernt auf jeden Fall nie aus. Für euch was zum Lernen oder ein Tipp von mir, wenn ihr noch nicht kennt, wenn ihr mal ein Feuerchen habt und Zwiebeln, werft die einfach in die Glut. Ihr könnt sie auch direkt ins Lagerfeuer werfen. Ihr könnt sie auch beim Grillen in die Holzkohle reinmachen oder in die Kohle rein. Und ja, die dürfen jetzt da mal so je nach Größe 10, 15 Minuten drin bleiben. Ich werde jetzt hier auch gleich noch etwas bedecken hier, dass die rundum schön Hitze abbekommen können. Und da passiert was ganz, ganz Tolles bei der Geschichte. Hier bin ein ganz großer Fan davon. Und zwar, die Zwiebel wird außen kohlrabenschwarz, die verbrennt richtig. Dadurch wird das Äußere mit der Schale aber, ich sag mal so, etwas versiegelt. Und die ganze Flüssigkeit bleibt in der Zwiebel drin und sie gart sozusagen im eigenen Saft. Das ist geschmacklich allererste Sahne, ganz obere Klasse. Wir müssen jetzt nur ja, so mal nach 10, 15 Minuten kontrollieren und dann auch mal hinhören oder schauen, wenn sie dann nämlich platzen, die Zwiebeln. Das kann dann auch mal passieren. Ja, dann ist natürlich die ganze Flüssigkeit hier im Feuerchen drin, das wollen wir nicht haben. Also den kleinen Moment müssen wir abpassen, wenn wir hier mit zu viel Hitze arbeiten, wenn wir nur mit ja, der bisschen Glut, was wir da haben, arbeiten, dürfte das eigentlich getrost passen. Weiter geht's mit Kontrollarbeiten. Achtung, Kontrolle, Ordnung muss sein. Oder ja, ich bin einfach ein neugieriges Bürschchen. Ich blende euch mal die Aufnahmen über vom Steinhochbeet hier von vor 5, 6 Tagen. Ja, Bestandsaufnahme, irgendwas hat hier gewühlt. Ich weiß nicht was, aber ich kann mir gut vorstellen, ja, nach was gesucht worden ist. Und zwar habe ich hier vor Wochen mal einen Mausegang entdeckt und ich nehme an, die Mäuse waren hier immer noch zugegen. Ja, wer war es jetzt? Dafür habe ich die Wildkamera aufgehängt. Da haben wir ja mehrere im Garten. Die Aufnahmen gefallen euch auch ganz gut. Ich konnte jetzt leider noch niemand hier ganz genau feststellen mit den Aufnahmen hier auf der Kamera. Die eine ist ein bisschen verschwommen morgens früh.
Spontan habe ich gesagt, könnte Marder oder Dachs gewesen sein. Ansonsten Tage später hier nochmal das Eichhörnchen flitzen sehen. Die graben oder wühlen ganz gern auch mal so ein Hochbeet auf, wenn sie da Nüsse drin versteckt haben. Das Eichhörnchen scheidet aber für mich in dem Fall aus. Die haben normal, das sind normal andere Tunnel oder Löcher, die die graben. Also ich bin hier bei Marder, Dachs und Fuchs. Eine Wanderratte wird es nicht sein. Da würden wir eher hier unten ums Hochbeet rum irgendwas sehen. Kleine Häufchen, selbe auch für Wühlmaus und so weiter. Eine Wanderratte wird hier nicht von oben reingehen und gezielt in die Mäusegänge rein wollen. Aber auch sowas gehört natürlich dazu. Die Arbeit per se war dann, das Ganze hier wieder ein bisschen einzuebnen. Ich werde hier aber noch nicht allzu viel machen, da jetzt die Kamera wieder aufgehängt wird und ich hier ja, fest oder wirklich rausfinden will, wer das womöglich war. Pilzsaison, ja, ist das ganze Jahr für wilde Pilze. Drinnen für Zuchtpilze natürlich auch. Hier ist ja hier mein kleines Pilzzuchteck im Garten. Hier sind Austernseitlinge dran. Leider ja, 2024 noch nichts zu sehen. Letztes Jahr im Herbst war schon mal eine Fruchtung dran. Und hier bei dem Stamm, da waren mal Limonseitlinge beimpft. Wurde, glaube ich, aber nichts. Dementsprechend lege ich hier oben immer mal wieder Austernreste oder Judasohrenreste hin. Ansonsten, was kann man noch machen? Im Haus ist natürlich die Pilzzucht nicht so, sage ich mal, jahreszeitenabhängig. Und ab und an, na, das hat in meinem Kopf besser ausgesehen in der Vorstellung. Ja, und ab und an ist ein alter Zuchtmyzelblock übrig. Und den muss man nicht wegwerfen, die kann man auch nochmal wiederverwenden. Wenn man nicht drin wieder eine Pilzzucht anfängt und hier vielleicht Startermyzel nehmen möchte, kann man die auch im Garten vergraben. Das haben wir ja schon mal gemacht, genau an der Stelle hier auch. Und ich habe das gerade auch ziemlich gut erwischt. Hier sehen wir Reste vom alten Zuchtblock. Ich habe da noch mal ein bisschen neues Substrat auch rein in Form von Holzspänen, dass der Pilz, also das Myzel, natürlich auch weiter Nahrung hat. Ja, und das Weiße hier, das hier sollte auch aktives Myzel sein. Sieht danach aus, wie wenn hier noch etwas am Wirken ist. Natürlich wird das Ganze aber immer schwächer, je mehr hier eben ja die Nahrung aufgebraucht ist. Was ich jetzt auf keinen Fall machen würde, wäre zwei unterschiedliche Pilzarten ins Loch einbringen. Das schafft nur eine Konkurrenzsituation. Und was ich auch nicht machen würde, ist unbedingt die gleiche Pilzart, aber vom unterschiedlichen Hersteller hier einbringen. Die werden nämlich nicht, wie manch einer vielleicht denkt, verwachsen, ineinander wachsen. Da besteht dann auch eine Konkurrenz. Ein paar Holzspäne kommen rein. Der alte Myzelblock. Ein bisschen zerkleinern kann man den auch, so schlimm ist es nicht. Ein klein bisschen einarbeiten, andrücken, ein bisschen tiefer hätten wir das Loch machen können. Kommt halt noch so ein bisschen Erde drauf. Das zur Markierung drauf, sollte mal als Schneckenkragen fungieren, hat aber nicht funktioniert. Und das ist halt so ein Ding hier mit der Pilzzucht im Garten. Und Pilze sind sehr, sehr beliebt bei Nacktschnecken, die hocken da ziemlich schnell drauf. Kaum kommt der hier aus dem Boden oder aus dem Holz raus. Es ist Zeit, die Zwiebeln zu kontrollieren. Jawohl, das schaut super gut aus. Gucken wir mal, was hier noch sich verbirgt. Ja, perfekt. Ja, und da sehen wir es, was ich gemeint habe. Hier. Ja, bei der hier sehen wir es. Die ist leider hier oben aufgeplatzt. Da schiebt sich das Innere raus. Und so sieht es dann ja, perfekt aus. Die dürfen jetzt abkühlen und kommen dann mit nach Hause. Dann zeige ich euch, wie man sie aufmacht. Ruhig auch etwas aufwühlen, Stichwort Glutnest. Aber ihr wisst ja, lieber auf der sicheren Seite sein, better be safe than sorry. Sodale, das darf jetzt auf jeden Fall nochmal 2-3 Tage zur Sicherheit hier bleiben und dann kann es prinzipiell auf den Kompost
oder in einen Thermokomposter oder wenn ihr bessere Möglichkeiten habt oder euer Therapeuter vorgehen, gerne einen Kommentar da lassen. Gerne wie auch immer, wie auch im letzten Jahr, den anderen mit Feedback in den Kommentaren, mit Tipps und Tricks helfen, austauschen. Hashtag gemeinsam ist leichter als einsam. Jawohl, so schaut's aus. Wie es im Teich ausschaut, kann ich euch gerade momentan leider nicht zeigen. Den sollte man auch wirklich in Ruhe lassen, auch nicht wirklich pflanzen und so weiter entfernen. Eine Ausnahme habe ich gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie genau sie heißt. Ich blende euch einen Namen über. Das Zeug hier ist komplett am Vermodern und hat den Winter doch nicht gepackt. Also habe ich das auch die Tage mal immer ein klein wenig hier rausgesammelt aus dem Teich, damit wir hier nicht zu viel Nährstoffeintrag haben und das Wasser auch nicht kippt. Boah, ganz schön kalt. Jetzt geht's wieder rein ins Warme. Also ich erachte das, was hier hinter der Kamera steht, als mein bisher größten Gartenerfolg überhaupt. Ein ausführliches Extra-Video zum Thema wird auch nochmal folgen. Was man auf jeden Fall anfügen kann, die Ernte beschränkt sich im Januar nicht nur auf das Gartengrundstück draußen, sondern es gibt auch drin was zu ernten, und zwar was ganz Besonderes. Im Wintergarten überwintert die Lilikoi, eine hawaiianische Passionsfrucht, / Maracuja. Und wir haben es tatsächlich geschafft, sie zur Fruchtreife in Deutschland zu bekommen. Meines Wissens nach die erste hawaiianische Lilikoi, die jemals in Deutschland erfolgreich getragen hat. Wenn ihr es besser wisst, korrigiert mich gern in den Kommentaren. Die erste Frucht wurde auch schon verkostet und ich kann euch schon mal sagen, sie hat fantastisch geschmeckt. Wie gesagt, extra Video zu der Geschichte folgt und jetzt schauen wir mal, ob die Zwiebeln auch fantastisch schmecken. Das Herz hier können wir definitiv mal rausziehen und dann schälen wir die Zwiebel und was sehen wir? Wie angekündigt, außen komplett verbrannt, aber innen haben wir eine wunderschön gegarte Zwiebel. Was Dunkles darf auch dazu, gibt Geschmack. Die kleine hier wurde wirklich perfekt rundum gleichmäßig gegart. Die Zwiebeln hacken mal klein. Ich mag sie, wenn sie so ein bisschen, ich sag mal, längs oder in die Länge geschnitten sind, am liebsten. Zwiebeln ab in die Schüssel, gutes Olivenöl, ein kleiner Schuss Balsamico-Essig, bisschen Pfeffer, eine Prise Salz, Zucker braucht man nicht, hat die Zwiebel genug. Vermengen, 5 bis 10 Minuten ziehen lassen, am allerbesten ist, wenn die Zwiebeln noch so ein bisschen warm sind. Und wie schmeckt die Geschichte? Richtig geil. Wahnsinn, ich liebe den Geschmack von Feuerzwiebeln. Zu was würde ich das essen? Ja, ganz klassisch zum Grillen natürlich, dafür prädestiniert. Aber ja, zum Vesper abends dazu einfach eine Scheibe Brot, ein bisschen Frischkäse. Es hat einen super geilen Eigengeschmack hier, die Zwiebel. Oh ja, das kann was. Ich könnte es mir auch sehr gut als Tortilla-Füllung vorstellen. Na, eure Ideen in die Kommentare. So, Opa, mal zum Probieren. Hast Zwiebel dämpft? Aha. Zwiebel sind's. Das sieht man ja auch immer. Vielleicht riech's auch, wie ich sie zubereitet habe. Aber die Frage ist, schmeckt's? Also kann man zum Vesper. Aha. Genau, das habe ich auch gesagt. Ja. Okay, ich sag mal so, wenn du 3 Gabeln nimmst, dann scheint es zu schmecken. Das sind Lagerfeuerzwiebeln. Die habe ich einfach ins Feuer reingeworfen, in Glut. Und dann sind sie schwarz geworden. Innen garen sie schön im eigenen Saft, ne? Mm. Im eigenen Saft. Und dann kann man sie schälen und, wie gesagt, fürs Vesper. Bisschen Öl, Essig, Salz, Pfeffer. Ah ja. Gut.
Qualitätssiegel, Opa, sagt? Sehr gut. Oh, dann beenden wir jetzt direkt. Oma, soll ich mal probieren? Oma probiert auch. Und? Ist gut. Ist gut? Obwohl ich sonst nicht so verzwiebelt bin. Aber ist gut. Was steht momentan bei euch an Gartenarbeiten an? Oder liegt bei euch meterdick Schnee? Lasst mir gerne einen Kommentar da. Wenn euch das erste Gartenarbeit-Video 2024 gefallen hat, würde ich mich sehr über das Däumchen nach oben freuen. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.